wenn man sich die Kuration dieses Queer Film Festivals anguckt, dann sieht man eigentlich, wie breit aufgestellt dieser Begriff sein kann und quasi wie viel er thematisch beherbergen kann. Gleichzeitig ist natürlich auch das Problem an speziell dem Begriff queer, dass er versucht, immer seine eigene Grenze zu überschreiten und gleichzeitig aber irgendwie auch diskret bleiben muss, damit er politisch überhaupt eine Schlagkraft entwickelt. Also es muss sich trotzdem immer noch um gelebte Leben handeln dahinter und nicht quasi nur um ein Trend oder ein Konzept von Lifestyle. Wir selber haben uns dagegen entschieden, zum Beispiel in unserem Untertitel, da war eine Zeit lang ein Arbeitsuntertitel war ein queerer Heimatfilm, also Neubau, ein queerer Heimatfilm. Und wir haben uns eigentlich bewusst gegen diese Einschränkung entschieden. Ganz einfach, weil wir so im Sinne dessen, was wir neue Selbstverständlichkeit nennen, den Anspruch darauf erheben, dass eigentlich diese Geschichten oder die Geschichte, die wir erzählen und die anderen Geschichten, die in dem Sinne unter dem Label queer laufen, eventuell, dass diese Geschichten eigentlich keine Nischenerzählung sind, die sich irgendwie im Verhältnis zu einer Norm abgrenzen oder finden muss, sondern eigentlich Geschichten sind, die tatsächlich alle betreffen und die Gesellschaft, in der wir leben, auch spiegeln und quasi gar nicht einen bestimmten Aspekt spiegeln, sondern im Sinne der neuen Selbstverständlichkeit sind wir schon längst da, wo dieser Film oder wo diese Filme sind, die sich als queer bezeichnen. Die Figur Markus Habermann ist eigentlich sehr, also sie ist nicht am Blatt entstanden, sondern eigentlich sehr konkret. Und zwar über einen Arbeitsaufenthalt von Türkei Royal, dem Hauptdarsteller und Drehbuchautor, und mir in der Uckermark, wo wir im Sommer 2018 eine Weile verbracht haben an diversen Seen und in verschiedenen Restaurants. Eins davon ist der Rasselbock, auch im Film zu sehen. Und wo eigentlich diese Überlegung, was wäre, wenn jemand eine Ableitung von oder eine Übersetzung von uns oder auch spezieller von Türkei hier leben würde. Also wir waren sozusagen diese Großstadtgestalten, die sich einfach mal in diesen Hintergrund vom Land ein bisschen collageartig reingeschnitten haben. Und so ist eigentlich diese Figur, also so hat sich dann plötzlich diese Figur abgehoben von diesem Hintergrund und war plötzlich greifbar. Den Namen selber, damit bin ich irgendwann morgens aufgewacht in der Uckermark, da wusste ich, wie die Figur quasi heißen sollte. Wobei ich jetzt auch nicht genau mehr ableiten kann, was zuerst da war. Ich weiß auf jeden Fall, dass Markus, der Vorname, ist auch eine Hommage an einen Film, den wir damals zusammen geguckt haben in der Uckermark. Und das ist Valeska Griesebachs Sehnsucht. Da heißt die Hauptfigur auch Markus. Und das ist ein Film, den wir uns auf eine Weise oder an dem wir uns orientiert haben, auch für Neubau. Genau. Und was Markus ausmacht, ich würde sagen, das Besondere an ihm ist, er stellt nicht die Frage, wer bin ich? Also was vielleicht die Frage des Coming-out-Dramas wäre, sondern er stellt die Frage, wer will ich mit anderen sein? Oder wer bin ich mit anderen? Und das sieht man an seinen Beziehungen, die er in dem Film unterhält. Und das macht ihn aus. Das macht ihn, wer er mit anderen ist.
Ich kann zu klassischen Produktionsweisen oder Finanzierungsweisen gar nicht so viel sagen. Unser Team oder sowohl Tyke und ich als auch viele andere im Team kommen eher aus dem Theaterbereich oder Performance- und Modebereichen und haben insofern viele von den Strategien, Produktionsstrategien, die wir dort entwickeln, vor allem im freien Theater, mitgebracht als Arbeitsmodus. Gleichzeitig hatten wir aber dann eben auch mit Schuldenberg Films und mit den ganzen Heads of Departments von wirklich sozusagen dem Kerngeschäft, Ton, Kamera und so weiter, Sounddesign, hatten wir eben professionelle Filmleute im Team. Und aus dieser Bewegung oder aus diesem Mix hat sich eigentlich unsere Arbeitsweise ergeben. Und insofern, das ist, glaube ich, eine ziemlich, ich will nicht sagen einzigartige Sache, aber es ist auf jeden Fall was sich dann singulär in dem Moment gefunden hat. Und insofern kann ich es nicht gut abgrenzen gegenüber einem anderen Modell. Wichtig zu erwähnen ist vielleicht, dass tatsächlich auch ein großer Teil des Films auf einer Theaterperformance basiert, und zwar die Szenen, die Massenszenen oder die Szenen, mit dem, was wir die Hologrammfamilie nennen, also die Szenen, wo Markus quasi heimgesucht wird oder seine Dämonen projiziert, sein Großstadtleben auf dem Land. Das sind Szenen, die wurden gedreht im Rahmen von der Theaterperformance. Und zwar am 50. Jahrestag von den Stonewall-Aufständen. Das war im vergangenen Jahr, also 2019, Ende Juni, haben wir eine Autokolonne zusammen mit dem Hebel am Ufer, im Theater in Berlin, haben wir quasi eine Autokolonne durch die Uckermark organisiert zu verschiedenen Stationen. Und das sind die Leute, die da im Film sind, etwa 60 TeilnehmerInnen. Und insofern ist ein großer Teil der Produktion war an diesem ersten Drehtag schon untergekommen. Und das war ganz klar nach Theatermaßgaben oder mit Theatermitteln inszeniert, diese Performance oder diese Intervention auf dem Land. Und ja, so eine Sachen haben sich da ständig überschnitten. Also das ist schon der Hintergrund, von dem aus wir gestartet sind. Und ja, im besten Fall sind da ein paar unorthodoxe Sachen passiert, ganz einfach aufgrund des Nicht-Besser-Wissens, die dann dem Film geholfen haben. Wir fanden dieses grundsätzliche Narrativ des Heimatfilms, also auch das Altbackene, eigentlich sehr interessant. Und zwar ist der Heimatfilm basiert ja eigentlich darauf, es gibt eine intakte, homogene, kleine Gemeinschaft. Und dann kommt der Fremde in diese Gemeinschaft, und dieser Fremde muss entweder integriert werden, damit die Gemeinschaft weiter homogen bleiben kann, oder er muss ausgeschlossen werden. Und diese Grundbewegung fanden wir interessant, eigentlich von innen nach außen zu stülpen, also zu sagen, was, wenn es hier gar niemanden gibt, der sozusagen anders ist, der in eine homogene Gesellschaft reinkommt, sondern was ist, wenn wir sozusagen einen Film auf dem Land machen? Das ist ja wichtig beim Heimatfilm, der spielt eigentlich immer in einer konkreten Region. Bei uns war es eben die Uckermark, Brandenburg. Was ist, wenn jetzt sozusagen wenn wir eine Konstruktion machen, dass in dieser Gegend eigentlich gar keine homogene kleine Gemeinschaft existiert, sondern es sind eigentlich alles sehr spezi oder es sind sozusagen spezifische Alltage, spezifische
Menschen, auf die man da trifft. Und die können sich gar nicht so organisieren, dass sie sich abgrenzen. Also es ist zu komplex, es gibt zu viele Kreuzungen, als dass man sich sozusagen abgrenzen könnte gegenüber einer Figur. Und insofern ist in unserem Heimatfilm und vielleicht auch in anderen Heimatfilmen, ich weiß nicht, oder will mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber bei uns ist es auf jeden Fall so, dass es eigentlich eine leergefegte Landschaft ist. Also es gibt keine Land und Leute in diesem Film. Und natürlich spiegelt es auf eine Weise den ländlichen Raum in seiner Verlassenheit. Aber gleichzeitig war es uns auch wichtig, eben nicht was zu produzieren, wo diese Polemik zwischen der weißen deutschen Mehrheitsgesellschaft überhaupt erst entstehen kann. Oder sozusagen, eigentlich war es dem Land zu unterstellen, dass es nichts gegen einen haben kann. Und insofern eine Anlage zu schaffen, wo der Heimatfilm ganz anders funktionieren muss. So. Also wir haben uns so in dem Sinne das vom Heimatfilm genommen, was für uns dann eine Spannung ausgemacht hat. Und ich selbst habe, also ich denke gar nicht, dass der Heimatfilm so altbacken sein muss. Also natürlich ein bestimmter Heimatfilm, so ein Heinz-Rühmann-Heimatfilm, aber wenn man zum Beispiel an Edgar Reitz denkt, mit seiner Serie Heimat, da ist immer eigentlich der Versuch, irgendwie den Menschen im ländlichen Raum eine Sprache zu geben und tatsächlich auch eine Erzählung zu geben, also eine Geschichte zu geben. Und das war, glaube ich, der Versuch, auch mit Neubau zu sagen, dass die Bewegungen, die in der Stadt existieren, nicht verzögert da ankommen, sondern einfach auf eine andere Weise gefiltert. Aber dass sozusagen der Moment oder das Zeitgenössische ist da genauso vorhanden. Und so kann man, glaube ich, an Markus auch ganz gut sehen, wie er sich in dieser Welt bewegt. Und das wird natürlich dann eben nochmal zugespitzt durch vorhandene oder nicht vorhanden flächendeckendes Internet. Es hat natürlich die Landschaft auch nochmal überzogen mit einer Form von Gleichzeitigkeit, wie sie zum Beispiel in meiner Pubertät noch gar nicht da war. Und das fanden wir interessant, uns eben auch nochmal anzugucken. Also es ist ein bisschen eine Wiederbesichtigung oder ein erneuter Besuch in der eigenen Pubertät, aber eben auch in diesem Genre. Ja, als ich am Set war, letztes Jahr im Sommer, wenn man mich dann gefragt hat, quasi, ob ich das jemals nochmal machen würde, dann habe ich immer mir sozusagen ein einjähriges Schweigegelübde gesetzt, also im Sinne von, ich muss jetzt mal Zeit vergehen lassen, ob mir das Spaß macht mit dieser Filmarbeit. Weil es doch ganz anders ist und auch sehr, sehr viel Nerven, oder weiß ich nicht, Theater ist auch nervraubend, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr intensiv und sehr, sehr anstrengend am Set. Und insofern wollte ich immer noch warten bis zum nächsten Sommer, um zu sagen, jetzt ist dieser nächste Sommer gekommen unter sehr anderen Umständen. Aber wie auch immer, ich habe tatsächlich Freude gefunden an der Arbeit und würde gerne noch mal einen Film machen. Im Augenblick bin ich allerdings in Stockholm an der Kunsthochschule und promoviere dort. Also eine künstlerische Promotion. Und es dauert jetzt erstmal ein paar 3 bis 4 Jahre. Insofern habe ich gerade das Privileg, gar kein Projekt machen zu müssen oder zu machen, sondern mich Langzeit
ja, mit langer Zeit und langem Atem auf eine Sache einzulassen.